Für mich persönlich ist das eine Art Déjà-vu. Wir haben schon einmal ein riesiges Objekt, das war der Rosinenbomber, tatsächlich damals von Tempelhof nach Dahlem transportiert und nachts die Straßen dafür gesperrt. Der Reißverschluss schließt sich zwischen Baubetrieb und Kulturbetrieb. Jetzt endlich stehen die Museumsobjekte, um die es geht, nicht mehr nur vor der Tür, sondern das erste riesengroße, spektakuläre Südseeboot ist drin. Das heißt, von jetzt an startet tatsächlich das Humboldt-Forum als Kulturort, in dem Menschheitskulturgeschichte erzählt werden kann.